So geil, wie einfach das funktioniert. Das macht echt Spaß. Hi, ich bin Tobi, herzlich willkommen in meiner Werkstatt. Und wir schauen uns heute von Einhell den Varito an. Das ist ein Multifunktionswerkzeug. Was man damit alles machen kann, erfahrt ihr später. Erstmal ein Tipp von mir, du kannst den kleinen Kerl heute gewinnen. Und was du dafür machen musst, erzähle ich im Laufe des Videos. Es gibt drei Punkte. Der erste Punkt ist, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Also zögere nicht lang, gib dem Video einen Daumen nach oben und dann bist du oder hast du schon die erste Bedingung erfüllt. Jetzt schauen wir uns aber mal das schöne Werkzeug an. Was macht man überhaupt mit einem Multifunktionswerkzeug? Also man kann viele Sachen damit umsetzen. Ich kann ja mal die Verpackung drehen. Hier unten ist auch eine kleine Information. Wahrscheinlich ist es zu klein, dass du es jetzt siehst. Aber da sind ein paar Sachen abgebildet, zum Beispiel Schleifen, Sachen trennen, aufschneiden. Genau, damit kann man viel machen. Und warum der so toll ist, gucken wir uns jetzt mal an, wenn der ausgepackt ist. So. Hier ist wieder ein kleiner Zettel von Einhell. Willkommen bei der Familie. Was viele nicht beachten bei diesem Zettel ist eine richtig coole Information. Und zwar kannst du deine Garantie verlängern, wenn du was gekauft hast. Das steht auf der Rückseite. Also wenn ihr euch ein Werkzeug von der Power Exchange Familie kauft, auf jeden Fall diesen Zettel durchlesen und Garantie verlängern. So, wie ihr seht, haben wir einmal das Multitool hier. Und hier ist dann auch direkt Zubehör eingepackt. Und jetzt wird auch schnell schon klar, was man mit dem Werkzeug alles machen kann. Ich packe mal die einzelnen Sachen aus, dann gucken wir uns die an. So, den legen wir mal kurz weg und wir schauen uns jetzt mal das Zubehör an. Ich teile es mal in drei Kategorien ein. So, das kommt darüber. Das kommt dahin, das kommt dahin. Fangen wir mal links an. Links ist Schleifen. Bisschen Dreck auf dem Tisch. Ein Schleifpad und verschiedene Schleifblätter, Schleifpapiere von 60 bis 120. 120, 120 als Krönung, alles dabei. Also zum Schleifen. Hier neben ist zum Schaben. Man sieht es vielleicht, das ist ein sehr spitzer, scharfkantiger Aufsatz, um Sachen wegzuschaben. Hätte ich beim Haus und Bau mehr gut gebrauchen können, hatte ich nicht. Naja. Und hier ist zum Schneiden Tauchsägeblätter. Einmal für Holz und Metall oder Alu und einmal für Fliesen. Auch richtig cool. Und was Spitzes für Metall und für Holz und Plastik, um in die Kanten ranzukommen. Dafür ist das echt, echt top. Das ist einmal das Zubehör. Räumen wir jetzt mal zur Seite und dann schauen wir uns mal das Multitool generell an. Also so muss ich sagen, liegt der echt sehr gut in der Hand. Ich habe noch ein älteres Multitool von Einhell. Das hat nicht diese Griffigkeit. Deswegen finde ich das schon mal sehr cool. Was mir auch aufgefallen ist, ist die Drehzahlsteuerung. Das ist ja bei den meisten Geräten von Einhell von 1 bis 5 ist es und dann noch Max. Und er hat hier eine 12-Pin-Aufnahme. Man sieht es auch direkt im Werkzeug wieder, so dass das Werkzeug stabil da drin sitzt. Jetzt kommt das, worauf ich mich bei dem Werkzeug am meisten gefreut habe, nämlich die Möglichkeit, die Werkzeuge oder die Aufsätze zu wechseln. Und das ist nicht wie bei den alten Multitools, indem man hier eine Schraube löst, sondern hier hat man einen Griff dran. Hier oben sieht man es, einmal gesperrt und entsperrt. Das heißt, den muss man nach rechts bewegen und dann kann man das Werkzeug einsetzen. Ihr seht es übrigens hier. Wenn ich es bewege, kommt dieser Aufsatz raus. Einmal rum
bis oben. Dann hakt er ein, damit ihr nicht irgendwie spannen müsst. Dann könnt ihr ganz bequem den Aufsatz drauf machen in die 12 Pinne und dann wieder schließen. Und der ist fest. Ich würde sagen, wir machen das Folgendes. Wir testen jetzt als erstes, weil er jetzt einmal drauf ist, den Aufsatz zum Schaben. Dafür machen wir doch hier einfach mal eine Silikonspur oder irgendwas hin, was wir dann damit entfernen. Oder vielleicht finde ich ja sogar noch was, was weg muss. Jetzt bin ich hier tatsächlich eine halbe Stunde rumgerannt, um diese drei Sachen zu finden. Was soll ich sagen? Größte Chaos-Werkstatt Deutschlands. Aber mit den drei Sachen können wir jetzt gleich mal einen Praxistest machen. Erst schaben wir aber mit dem. Bevor das losgeht, zweite Bedingung, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist meinen Kanal zu abonnieren. Drückt gerne auf den Abo-Knopf, lasst oder stellt die Glocke ein, das würde mich sehr freuen. Und dann ist die zweite Bedingung schon erfüllt. Jetzt wird geschabt. So, wie soll es anders sein? Haben wir hier noch bestimmt genug Dreck drauf. Ah, hier vorne ist eine Stelle. Ich glaube, ich hole ich mal ein bisschen ran und dann gucken wir uns mal zusammen an, wie wir das mit dem Teil hier wegbekommen. Das ist anscheinend nur ein bisschen Farbe oder sowas. Egal, wir probieren es einfach mal aus. Wie gesagt, die Kante ist sehr spitz, da kann man gut mit drunter gehen. Ich mache den mal an und dann gucken wir mal. Ich hoffe, ihr konntet es gut erkennen. Kante war tatsächlich ein bisschen zu spitz, hat man ein bisschen vom Tisch weggenommen. Aber es klappt echt gut, liegt gut in der Hand, weil jetzt auf Stufe Max. Wir wechseln jetzt mal den Aufsatz und dann geht es zum nächsten Punkt, nämlich Holz schneiden. Oh, das ist so geil, wie einfach das funktioniert. Das macht echt Spaß. Zack, neuer Aufsatz drauf. Wir schneiden uns jetzt mal das Stück Holz hier und schneiden erstmal durch. Übrigens bin ich jetzt auf der Suche nach einem Praktikanten, wenn einer von euch Lust hat. Und zwar möchte ich alle Werkbänke vom Dreck entfernt haben. Also wenn jemand Bock hat, freiwilliges Praktikum bei mir mit dem Schaber alles zu entfernen. Wir schneiden jetzt mal. Auch das klappt sehr gut. Das Stück war ein bisschen dick. Ihr seht es. Aber das Coole ist, man kann ja einmal rumgehen, von unten schneiden. Ich mache das gleich jetzt nochmal hier, so dass ihr es auch vernünftig sehen könnt. Seht, es ist durch. Hier ist ein bisschen schwarz dran. Ich glaube, das ist aber jetzt nur vom Aufsatz. Aber ganz ehrlich, wer mit dem Teil ein Stück Holz trennen will, der hat nicht die Bedingung, dass es ordentlich getrennt ist, sondern das ist mal eben in der Ecke oder so. Deswegen vollkommen zufrieden. Können wir ja eigentlich jetzt direkt rüber zum Schleifen gehen, auch wenn es wahrscheinlich für viele nicht spannend ist. Aber dann haben wir es einmal gemacht damit. Bevor hier jemand nachher sagt, oh, der hat gar nicht alles getestet. Also schnappen wir uns mal den Aufsatz. Jetzt darf ich wieder wechseln und dann wird hier mal das Stück Holz geschliffen. Sitzt übrigens echt sehr stabil durch dieses 12-Pin-System. Was natürlich auch cool ist, ihr habt 12 Optionen, in welche Richtung ihr eure Aufsätze einstellen möchtet. Das ist natürlich echt mega cool. So, zack. 60er Schleifpad drauf. Maske an und dann geht's los. Auch das funktioniert super, vor allem mit einer Hand.
schön mal hier an der Kante ran lang geschliffen, hier entlang. Top, ehrlich. Ich würde sagen, wir schneiden mal. Was wollen wir zuerst machen? Fliese oder Metall? Hallo. Komm, machen wir mal ein Stück Fliese. Und wieder rein. Ein Stück Fliese. Nicht, dass hier einer sagt, das ist Holz. Das ist Fliese. Das sieht nur aus wie Holz. Ich mache es direkt da vorne, damit ihr es besser sehen könnt. Und dann schneiden wir einfach mal hier so eine Ecke raus. So, da muss ich ehrlich sagen, da war ich froh, als ich da durch war. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen besser geht, aber es war ja auch ein großes Stück Fliese. Vielleicht ist es auch nicht der beste Aufsatz, weil das Gerät hat ja Power, das habt ihr ja gesehen. Aber ich meine, man muss ja ehrlich sagen, es ist eigentlich dafür da, die Fliese liegt irgendwo in der Ecke, ich muss da mal dran, zack, zack. Und dann reicht das auch vollkommen aus. Dann darf man sich auch mal abmühen, wenn man so eine Fliese falsch gelegt hat. Also das muss man auch sagen. Was haben wir vergessen? Was haben wir? Welchen Aufsatz hatten wir noch nicht? Metall. Wir schneiden jetzt ein Stück Metall. So. Das finde ich schön dünn. Da muss ich mich nicht abrackern. Das mache ich jetzt mal hier auf der Seite. Könnt ihr auch mal in den Kommentaren schreiben, wie ich das überhaupt gefällt, wie ich hier die Sachen präsentiere, ob ich irgendwas anders machen soll. Ich meine, ich kann ja auch nur aus jedem Video und jeder Erfahrung lernen. Deswegen würde mich das natürlich sehr freuen, wenn ihr mal ein bisschen was dazu sagt. Ich hoffe, das passt alles. Auch hier nochmal Erinnerung, wenn es euch gefällt, nicht passt, wenn es euch gefällt und passt. Und ihr nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollt, dürft ihr mir natürlich trotzdem gerne einen Daumen nach oben geben und meinen Kanal abonnieren. Freut mich natürlich immer sehr, wenn hier die Community wächst. So, nächster Aufsatz. Ich glaube, dabei setze ich mich mal hin. Das war schön. Schneid einfach mal so eine Ecke hier raus. Zoom dann später für euch ein bisschen ran und hoffe, das reicht. So, Ecke ist raus. Ihr seht, klappt auch gut. Natürlich kann man es mit einer Flex besser schneiden, aber ich muss sagen, das Teil ist halt dafür da, um flexibel irgendwo arbeiten zu können. Die drei Einsätze irgendwie, oder drei Aufsätze irgendwie am Mann haben, cool wäre, wenn da noch eine Tasche bei wäre, dass alles zusammen ist. Kann man sich natürlich selber auch nehmen oder im Werkzeugkoffer oder man nimmt diese Werkzeugmaschinenkoffer, genau. Und dann hat man es auch. Wollt ihr noch ein paar Fakten wissen zu dem Teil? Wir können uns mal zusammen die Bedienungsanleitung durchlesen. Nein, war ein Scherz. Habe ich öfter mal beim Produkttest gesehen. Finde ich nicht so cool, wenn wir jetzt anfangen hier zu blättern. Das, was ich eigentlich eben noch vergessen hatte, waren noch zwei Punkte. Und zwar die Drehzahl, das sind 11.000 bis 20.000 Umdrehungen die Minute. Und hier drin sitzt ein Magnet, der das hält oder anzieht. Man merkt es ganz leicht, aber ich denke mal, das macht den Unterschied, weil es fällt nicht raus. Und das ist halt auch cool, ne? Wenn ihr unterwegs seid oder auf der Baustelle, zack, zack. Auch ganz viel gucken, ist drin, zu, los geht's. Ich muss sagen, ich bin echt begeistert von dem Teil. Mich würde mal interessieren, was ihr damit umsetzen würdet, welches Projekt. So, dann der dritte und letzte Punkt, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Der ist nämlich, dich unten in dem Link mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen einzutragen, damit ich dich auch auslosen kann. Und dann bist du auch schon beim Gewinnspiel dabei. Teilnahmebedingungen schreibe ich nochmal unten in die Videobeschreibung. Also nicht diese drei Punkte, sondern so Sachen wie 18 Jahre innerhalb Deutschland, wann wird das Gewinnspiel ausgelost. Und dann hat es mich echt gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Ich hoffe, dieses Teil konnte euch so überzeugen wie mich auch.
Ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch übrigens echt top. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich packe euch mal unten noch den Amazon-Link rein. Und dann freue ich mich, dass wir uns, wenn wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das ist nicht selbstverständlich. Bis bald.